das neueste Video. Und vielleicht seht ihr jetzt hier im Spiegel, wo wir auch nicht zoomen, vom gespiegelt vom Stadtbus mich. Ich sehe noch geil aus mit dem Ding, ich habe mich noch nie so gesehen. Mit dem Helm und mit dem von David Bus, mit dem Hoodie, ja, sieht geil aus. Sieht geil aus. Und das mal wieder in Winti unterwegs. Und wir probieren jetzt mal ein bisschen. Na ja gut, dann nicht. Ich habe ihm ruhig gesagt, ich probiere jetzt mal ein bisschen weiter rauszufahren. Nicht immer die gleiche Strecke. Und ein bisschen chillig unterwegs zu sein. Und jetzt kommt dann bald wieder die Zeit, wo ich wirklich definitiv mehr fahre. Und dann kann ich definitiv auch von anderen Leuten fahren. Ich werde sicher von meinem Bruder fahren. Und ich werde sicher das ein oder andere Mal einen TÜV mieten. Ich habe ja schon mal in einem Video erzählt, vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht habt ihr es nicht gesehen, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr TÜV gratis bekommen zum Fahren. Für mich ist es wirklich so, ich würde nur noch TÜV fahren auf meinem Kanal, wo mich den Zeitpunkt vom Fahren wirklich mich interessiert dafür. Weil ich bin in den letzten, ich kann es ganz ehrlich sagen, Triumph gefahren. Ich habe Triumph auch nicht hässlich gefunden. Ich habe auch mal etwas außergewöhnliche Bikes fahren, habe mich probiert ein bisschen zu verlieben, aber es war wie bei meiner letzten Beziehung gewesen. Man muss sich ein bisschen verstehen in das Ganze. Nein, wirklich. Und ich weiss, das ist einfach ein bisschen ein blöder Vergleich, aber ich tue mich da in Bikes verschissen, wo ich gar nicht normalerweise, wenn ich die würde sehen, so am Strassenrand, ich würde nicht sagen, oh geil, ich will das fahren. Aber wenn ich jetzt ein KTM würde sehen oder wenn ich jetzt Yamaha R1 würde sehen oder wenn ich irgendeinen Husky, also Husqvarna, einen Supermotor würde sehen, oder mein TÜV, dann würde ich sehr viel erfahren. Wenn ich jetzt den Triumph so auf alt nachgebaut Custom-Zeug sehe, ich würde jetzt sagen, oh, der muss jetzt, uiui, der muss jetzt unbedingt fahren. Verstehen, wie ich meine? Darum ein bisschen ein Schwenk aus meinem Leben. So, jetzt gehen wir da rechts, Richtung Deutweg. Grützenfeldstrasse. Und bin ich mal gespannt, was mir uns noch so über den Weg läuft. Kennt ihr das, wenn ihr ein Fahrzeug immer länger habt, dass ihr euch, egal wie schön das Fahrzeug ist, dass ihr euch so drin verliebt, sozusagen. Bei mir ist das so, ich kann den TÜV eigentlich nie wählen. Ich habe wirklich, also gut, Tag 1, Tag 2, Tag 3 natürlich habe ich ihn geil gefunden, weil er viel mehr Kraft hat als meine Kawasaki mit 40 PS. Ja, es hat geklopft, ich weiss es, ich bin wahrscheinlich über einen Stein gefahren. Was soll ich wieder sagen? Genau, einiges mehr PS gehabt als meine. Suzuki, was ist es? Jetzt habe ich wieder einen vollen Hänger. Weiss ich gar nicht mehr, Yamaha. Keine Ahnung, ihr wisst, mein grüner TÜV habe ich eine Zeit lang gehabt. Darum habe ich das schon geil gefunden mit dem TÜV. Aber noch irgendwann habe ich. Ich habe immer schon seit 6, 7 Jahren, wo ich gerne KTM SMCR, wo ich wegen dem Sören so geil finde. Ich kann sie. Aber sie ist wirklich geil, sie ist etwas ganz anderes als so ein TÜV. Was mich dort ein bisschen stört, ist, dass die Sitzbank so flach ist und nicht so reingemacht wie da. Man hockt ein bisschen so wie auf dem Rodeo. Rodeo sagt man dem, ja. Aber ich würde auch definitiv so einen TÜV, so gemein und traurig wie es klingt, aber ich würde so einen TÜV wahrscheinlich im Leben nie haben. Nie haben, weil ein neuer TÜV kostet etwa 12'000 Steine. Gut und gern 12'000 Steine und gut und gern 12'000 Steine und brauchte, es sind so Wertspiele, zumindest im Internet, ich weiß nicht, ob die wirklich den Wert haben, aber zumindest im Internet sind die trotz 10'000 Kilometer, 20'000 Kilometer, was auch immer, haben sie immer noch einen relativ hohen Wert, finde ich, wo man nickel-nagel neu TÜV könnte ich auch fast schon fahren, ich kann das schön auf die Kamera. Nein, wo man andere Nigelnagel neue TÜV könnte kaufen. Darum, so traurig wie es klingt, aber ich würde ziemlich sicher nie so einen TÜV haben. Darum vielleicht ein, zwei Mal auslehnen, Spass haben. Das kann man auf jeden Fall.
vielleicht ist es gar nicht nötig. Verstehen Sie, was ich meine? Vielleicht ist es gar nicht nötig, so einen TÜV überhaupt zu haben. Weil ich habe mir das auch überlegt, wenn ich jetzt das Geld hätte, würde ich ihn kaufen. Nicht, was kann der TÜV anders? Was kann der besser als meine Suzuki, als meine Honda? Ich kann eigentlich nichts daran, das ist einfach eine krasse Marke. Einfach KTM finde ich einfach eine geile Marke. Irgendwie, weiß auch nicht. Also, weiß auch nicht. Und vor allem SMC finde ich mega geil. Ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr. Also gut, du kannst ein bisschen spielen mit Wheelies, mit der Übersetzung vom Rätsel anders machen, dass du vielleicht unten mehr Kraft hast, mehr rausschießt aus der Gang und so. Aber so im Großen und Ganzen, es ist auch ein TÜV, der neue, glaube ich, 75 PS oder was. Ja, finde ich geil natürlich, ist jetzt nicht schlecht. Ich wollte es nicht schlecht, jetzt müssen wir rechts tun. Sind wir rechts suchen. Ah, ich habe übrigens in einem Video mal gesagt, es war mal Fahrschule unterwegs gewesen, und dann mit der Insta360 vorne rein und ich wollte, dass die Aufnahme von denen haben. Ich habe allerdings googelt nach dieser Firma und ich habe keine Ahnung, welche Firma es war, weil ich Fahrschule. Da habe ich das dann grundsätzlich klar. Ah. Ja, mega. Es ist zwar relativ kalt. Es sieht wahrscheinlich auf dem Video auch kalt aus. Ich habe gemeint, dass ich wärmer, aber wenn Gas so mal liegt, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, aber so eine kürzige Stadt. Und dann steht man einfach für ein paar Minuten, es kommt einfach absolut kein Auto. Ja, siehst du? Es kommt einfach absolut kein Auto. Und dann steht man an der Kürzung. Und ja. Volkdekoration, die hat übergeschildert. Ja. Da steht man an Kreuzungen und es geht einfach nicht weiter. Also sicher schon ein paar über die Insel bzw. über den Rand reingefahren. Die einen sind überhaupt nicht sicher, da um den Weg herumzufahren, die anderen sind total sicher. Ja, ich würde mal sagen, somit.